德国年度科技展来到第六届，今年的主题以人为中心，可别小看这里每一样发明随时可能颠覆您对科技的概念。当中最了不起的莫过于这款机械镜子了。简单来说，这发明就是以阳光为生命，以照明为使命。这个只需要太阳能的机械镜子能够按照指示随着太阳转动，把户外阳光投射到室内暗角处，让照明也变得环保。The point here is that when sunlight is available, you should be exposed to it. Because as a human being, we're hardwired biologically for that. And so our clocks and everything, biologically speaking, works with sunlight. And so it's important that you have access to it, even when you're working or living indoors.如今现代人机不离手，这也成为追踪病情的最佳工具。例如这款血糖警示器，无疑给糖尿病患的亲友捎来佳音。这款发明出城出行，基本上就是智能手机连接蓝牙葡萄糖计表，它将依据所检测到的水平显示三种不同颜色，蓝灯代表血糖过高，红灯是水平很低，而青灯则是刚刚好。Diabetes hat sehr viel mit Motivation zu tun und dieses ständige Messen und Pieksen und diese Erinnerung daran ist immer sehr, sehr mit sehr viel medizinischen Produkten verbunden, mit Schmerzen, mit Nadeln, mit Blut und mein Hintergrund ist, dass ich Designer bin, Mediendesigner und habe viele Kunstinstallationen mit Licht gemacht und ich wollte einfach was Schönes haben, was mich an meine Krankheit erinnert, etwas, worauf ich stolz bin, was ein bisschen Licht in diese ganze dunkle Krankheit bringt.这款血糖警示器不受距离约束，好比远在他国的孙子，只要通过仪器便能检测到家乡奶奶的血糖情况，了解病情。研发公司正计划研发一个附加的项链或手表，备有同样的灯光警示功能。